Es ist Mittwoch, der 20. Oktober. Ich begrüße euch herzlich. Heute ein Vers, den man sich sehr gut merken kann. Johannes 14, 14. Merkt euch das, Johannes 14, 14. Wichtig für den heutigen Tag. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist vielleicht schon ein Zeit her, dass ihr auf Wasserzeichenpapier etwas geschrieben habt. Früher war das noch so ein Gütesiegel. Echtes Papier. Papier mit einem Wasserzeichen, das hat etwas geholfen. Wir kommen dann noch auf das zu reden. Ich gehe jetzt schauen, ob sie hier im Krebsen zu tun immer noch Wasserzeichenpapier verkaufen. Wir werden nämlich das Thema heute ein bisschen von einer besonderen Seite her anschauen. So wie es aussieht, muss man einfach den richtigen Namen kennen. Wie zum Beispiel Simsalabim oder Hokus Pokus. Ihr wisst ja, wie das entstanden ist. Früher haben die Feldprediger ihre Altäre mitgenommen und vor der Schlacht haben sie allen Soldaten auf Latinisch das Abendmahl verteilt. Dann hat es immer geheißen Hoc est corpus, dies ist mein Leib. Auf Latinisch eben. Und dann hat man das so gehört, Hokus Pokus. Und dann hat man gewusst, aha, das ist etwas, was uns wird schützen. Aus dem ist dann das Wort gekommen. Wenn man das Richtige ausspricht, dann hat man nachher einen gewissen Schutz. Und dann sieht es fast aus, wie man einfach korrekt sein muss, den Dienstweg einhalten, das richtige Wort brauchen, den richtigen Namen am richtigen Ort hersetzen. Ja, nicht jemand noch das Pünktchen vergessen mit einer E-Mail-Adresse oder Internetadresse oder der richtige Code. Und nachher wird es dann klappen. Man muss also den richtigen Namen brauchen, sollte der keinen Fehler machen. Wir haben sogar gelernt, in der 8. Klasse, wo es um Berufswahl Bewerbungsschreiben gegangen ist, ein Bude schießt alle Bewerbungsschreiben schon gerade mal fort, wenn das Wasserzeichen verkehrt auf dem Papier ist. Also ihr seht, so schnell ist nachher ein ernsthaftes Begehren im Papierkorb. Nur, weil irgendwie etwas unkorrekt ist gehandhabt worden. Aber wir sehen, dass der Name in der Bibel nicht so gehandhabt wird. Es geht nicht um einen korrekten Namen, sondern es geht um einen Namen, der eben eine Beziehung ist. Ausdruck von einer Beziehung. Weil der Seth hat ja als Erster Gottes Namen so angesprochen und Gott mit seinem Namen angesprochen, Jahwe, und dann später bei Mose lesen wir das auch wieder, Gott sagt, mit dem Namen will ich angesprochen werden. Das ist mein persönlicher Name. Das ist meine persönliche Adresse, wenn man so will. Und das ist eben eine persönliche Ebene. Es ist eine Beziehungsebene, nicht etwas Bürokratisches. Wenn ich jetzt der Mose werde, würde sogar der Busch noch brennen hier. Dort hat Gott ihm den Namen offenbart und gesagt, mein Name ist ich habe alle Optionen. Ich werde immer der sein, wo ich für euch sein muss. Aus diesem Grund geht es ja nicht um eine Sache, wenn man Gott anruft. Er selber ist ja die Antwort auf unsere Bitten. Wir sehen von Anfang an, und das ist immer das Erste, ist die Beziehungsebene. Gott selber, du bist die Antwort auf meine Probleme, die ich habe. Du hast zwar auch Antworten, aber in erster Linie bist du selber die Antwort. Das ist schon dein Name. Ich werde sein, der ich sein werde. Er hat alle Optionen, die mir nachher zu gut kommen. Und jetzt ist es halt der gleiche auch noch ein bisschen so, dass Gottes Optionen eben spezielle Optionen sind. Es fallen wirklich ein paar Bitten unter den Tisch. Ich kann zum Beispiel nicht so gut bitten, Gott schafft den aus Weg, der mich stört. Ich kann vielleicht bitten, gib mir Vergebung, gib mir Geduld und so weiter. Das heisst, wenn ich Gott bitte, muss ich ja ein Stück weit denken, wie er denkt. Ich muss verzeihen, wie er verzeiht. Ich muss können Geduld haben, wie er Geduld hat. Ich muss auch können meiden, was er meidet. Im Rahmen von seinem Wesen, und sein Name ist ja sein Wesen, kann ich bitten und nachher werde ich erhört. Ich steige also auf sein Programm ein. Das ist auch ein kleines Wasserzeichen bei Gott. Man kann vielleicht sagen, es ist fast ein bisschen wie Taufe, oder gewisse Sachen werden wirklich auf einmal ein bisschen ersäuft. Und nachher, was dann noch da ist, oder was eben neu kommt von ihm her, das sind die Bitten, die er ja gerne erfüllt. Eben, ich steige auf seinen Namen ein und ich steige auf sein Wesen ein. Ein sehr berühmtes Beispiel von einem Begehren, das am Schluss im Papierkorb gelandet ist, weil halt das Wasserzeichen auf dem Kopf ist gestanden. Das ist das, was sich die beiden Simone gegenübergestanden sind. Simon der Petrus und Simon der Magier. Und der Magier hat ja wohl diese Gabe für Geld kaufen, wahrscheinlich für auch wieder Geld damit können zu generieren. Der Petrus hat ihn abgewiesen, hat gesagt, du bist ein Sohn vom Verderben. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du nicht wenigstens für mich beten, dass ich nicht auch noch mehr in das Verderben reinkomme. Das alles so funktioniert natürlich nicht. Das leuchtet uns ein. Ich glaube, ihr habt verstanden, was unser wirkliches Wasserzeichen ist. Der Name von Gott, die Beziehung zu ihm und das Wesen von ihm, das auch unser Bitten
schon bereits im Vorfeld sibbeln. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.